Lieber ausdauernder Rest der 55.000 Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die demokratischen Freiheitsrechte diesseits und jenseits des Atlantiks. Sprechen wir noch einmal konkret von Arbeitsrechten und Arbeitsverhältnissen. Die arbeitsrechtlichen Regelungen im ausverhandelten CETA-Vertrag sind nicht einmal zweitklassig. Nur die Rechte, wie schon verschiedentlich gesagt, von privaten Investoren sind verbindlich festgeschrieben und sanktionsfähig. Deshalb können nur Investoren vor den Schiedsgerichten, ob privat oder öffentlich, gegen die Staaten klagen und Schadenersatz herausschlagen. Nur die Investoren sind hier vollgültige Rechtssubjekte. Dagegen sind lohnabhängige Freiberufler, Bauern und andere Beschäftigte keine vollgültigen Rechtssubjekte. Für sie sind keine Gerichte und keine Klagemöglichkeiten vorgesehen. Übrigens, nirgendwo in CETA, in TTIP und anderen Freihandelsabkommen, auch nicht in dem schon fertigen transpazifischen Freihandelsabkommen, zu dem auch die USA und Kanada gehören, nirgendwo werden die allgemeinen Menschenrechte auch nur erwähnt. Ansonsten werfen doch dieselben, die auch diese sogenannten Freihandel propagieren, mit Menschenrechten nur so um sich. Genau, sie fordern Menschenrechte in China, aber nicht bei sich selbst. Bundeswirtschaftsminister Gabriel argumentiert, in CETA werde doch auf die 8 Kernnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO Bezug genommen. Das klingt vielleicht gut, aber es gelten gar nicht die ILO-Originalnormen. Sie werden nur allgemein zusammengefasst. Die Vertragsparteien sollen sich an ihnen orientieren. Übrigens ist in CETA eine ILO-Kernnorm ganz herausgelassen, nämlich das Recht auf gleichen Lohn für Mann und Frau. Auf dieses Recht legen unsere Freihändler überhaupt keinen Wert. Und in CETA fehlen, und das erwähnt die SPD, Herr Gabriel, niemals, und in CETA fehlen alle weiteren ILO-Normen. Und das sind immerhin, wer weiß es von euch, wie viele weiteren, außer den 8 Kernnormen, ILO-Arbeitsrechte gibt es? Es sind 181. Sie gehören zu dem, was wir auch als klassisches Arbeitsrecht betrachten. So zum Beispiel das Recht auf Kündigungsschutz, das Recht auf bezahlten Urlaub und bezahlte Pausen, Recht auf vor Armut schützende Entlohnung, Recht auf Sozialversicherungen, Recht auf Schutz vor Gefahren am Arbeitsplatz, Recht auf Entschädigung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, das Recht für Migranten und so weiter. Alles dies fehlt in CETA. Stattdessen heißt es, die Vertragsparteien sollen sich für, Zitat, akzeptable Mindeststandards für Lohn- und Gehaltsempfänger sorgen. Akzeptabel, das ist die Freigabe für Erpressung. Bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern kann eine Sachverständigengruppe mit einer eigenen Schiedsordnung einberufen werden. Arbeitsgerichte, die es ja schon gibt, sie sollen gemieden werden. Zur Streitbeilegung soll man einen Vergleich anstreben und auf private Mediatoren zurückgreifen. Das war es dann. Keine Klagemöglichkeit, keine Instanz, keine Sanktion. Nicht einmal zweitklassig. Arbeitnehmer sind in CETA keine Rechtssubjekte. Das verstößt gegen die allgemeinen Menschenrechte. Und damit werden wir uns niemals abfinden.
kommen wir zum CETA-Vertragspartner Kanada. Da sieht es mit Arbeitsrechten miserabel aus. Auch das erwähnt der Bundeswirtschaftsminister und die Befürworter von CETA niemals. Die kanadische Regierung oder die verschiedenen kanadischen Regierungen haben im letzten Jahrzehnt ein halbes Dutzend Gesetze gegen Streiks durchgesetzt, etwa gegen Eisenbahner, gegen Postler und gegen Beschäftigte der Fluggesellschaft Air Canada. Der Staat erzwingt die Rückkehr der Streikenden zur Arbeit. Kanada ist eine moderne Kolonie der USA. Im nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA wurden zum ersten Mal in einem multinationalen Vertrag die privaten Schiedsgerichte verankert. Mit NAFTA verdreifachte sich der Handel, zum einen durch das verstärkte Hin- und Herschicken der Vorprodukte mit den ausgelagerten Zulieferfirmen in Kanada und Mexiko, vor allem für die US-amerikanische und japanische Autoindustrie. Mit NAFTA wurde Kanadas industrielle Basis abgebaut. Privatgewinne stiegen zu Lasten der Löhne. Ölkonzerne, vor allem aus den USA, entwickelten in Kanada die Techniken des Fracking. Kanada wurde zum meistverklagten Staat der Welt. Alle großen US-Unternehmen sind in Kanada vertreten. Und Kanada ist weiter an NAFTA gebunden. Übrigens, wenn CETA und TTIP nicht durchgekommen sind, was wir wahrscheinlich erreichen werden, so hoffe ich, dann geht unsere Arbeit weiter. Denn die menschenrechtswidrigen Freiheiten, die die Freihändler heute schon haben, sie müssen gebrochen werden.